Der dritte Tempel. Welches Priestertum haben wir heute? Allgemeines. Bitte? Allgemeines Priestertum. Ja, wer ist hoher Priester? Jesus ist hoher Priester. Nach welcher Priesterordnung? Melchisedek. Warum nicht nach der Priesterordnung von Aaron und Levi? Das ist vorbei. Ja? Das Priestertum von Aaron und Levi ist vorbei. Kommt das wieder? Nein, warum nicht? Ja, weil Jesus, ja, genau, ja. Weil Jesus ein ewiger hoher Priester ist nach der Weise Melchisedeks. Wer war Melchisedek? Melech Zadok, König, und Zadok ist Zadik, heilig, Priester, Königpriester. Ja? Priester ist er heute schon für uns alle. König wird er werden, wenn er kommt auf den Ölberg und sein Königreich aufrichtet. Noch ist der König im Wartestand, ja, der Herzog eurer Seligkeit, sagt der Hebräerbrief. Dann wird er König werden. Wer sagt es? Sachaja. Ja, denn der Gesalbte des Herrn wird kommen und wird auf dem Thron sitzen. Und Thron, und also Königtum und Priesterschaft, wird Frieden finden in ihm. Königpriester, Jesus der Königpriester. Das heißt, wenn wir heute singen von dem König Jesus, dann greifen wir etwas vorweg, was noch nicht da ist, ja, was aber kommen wird. Ja? Und deswegen sagt Petrus auch, ihr seid ein königliches Priestertum zur Gemeinde, mit Betonung auf Priestertum. Und für Israel sagt er, ihr seid ein priesterliches Königtum. Da ist die Betonung auf Königtum. Warum? Weil Israel Gegenstand und Reich seines Königreichs sein wird im tausendjährigen Reich. Ja? Dann ist Priesterschaft und Königsherrschaft da. Das heißt, er ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks und ihr auch. Ihr seid ja ein königliches Priestertum. Also seid ihr auch Melech Zadok, Melchisedeks. Ja? Wir sind auch, warum? Weil wir zu Jesus gehören. Ja? Das ist etwas ganz, ganz Großes, das die Bibel beschreibt, dass uns die allergrößten Verheißungen beigelegt sind. Ja? Dass wir nämlich teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das ist das, was in der Bibel steht. Etwas ganz Großes. Diese Zeit geht zu Ende. Gut, jetzt schauen wir uns mal den dritten Tempel an, weil wir schon gesprochen haben von der Wiedergeburt Jerusalems, und ich möchte gerne mit euch einen Vers lesen aus Hebräer 8 von Vers 12. Das Wichtigste von all dem aber ist, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Er dient dort als Priester in dem einzig wahren Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet ist. Da schwingt schon der jüdische dritte Tempel so ein bisschen mit, ja, wo man sagt, ja, dann scheint der dritte Tempel der Juden ja das irgendwie nicht zu sein. Ja. Die Juden haben keinen hohen Priester, wir haben einen. Die Juden haben keinen Tempel, wir haben einen. Die Juden haben kein Opfer, wir haben. Die Juden haben keine Reinigung von ihren Sünden. Wir haben. Und sie könnten auch haben. Auch die Muslime und auch die Hindus und die Buddhisten. Alle könnten haben, weil alles ist in Christus. Wir haben. Wir haben auch ein Passahlamm, sagt Paulus. Wir haben auch ein Gesetz übrigens. Wir haben aber ein Gesetz des Geistes. Wir haben das Gesetz Christi. Wir haben das Gesetz der Freiheit. Wir haben nicht mehr das Gesetz Mose und Aarons. Wir haben nicht mehr das Gesetz vom Sinai. Warum? Weil dieses Priestertum zu Ende ist. Und wo sich das Priestertum geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Wohin denn? Naja, vom Priestertum, vom Gesetz vom Sinai zum Gesetz Christi. Ja, und wo steht das Gesetz Christi? Naja, im Galaterbrief. Und wie heißt das Gesetz Christi? Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja? Da ist alles drin. Warum sollen wir das tun? Weil wir zu ihm gehören, weil er das ja mit uns gemacht hat. Deswegen sollen wir das auch mit anderen tun. Ja? Wir sollen nicht das Gesetz halten. Wir sollen Christus darstellen. Das ist etwas ganz anderes. Das ist das neue Priestertum in Christus. Ja? Manche versuchen euch unter das Gesetz zu zwängen, aber das Gesetz sollen wir nicht halten, wir sollen Christus darstellen. Und wenn wir Christus darstellen, halten wir auch das Gesetz, aber selbstverständlich.
Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst dich nicht gelüsten lassen, ehre Vater und Mutter, ehre den Namen Gottes. Ja? Und all diese Gebote halten wir auch, wenn wir im Gesetz Christi sind. Aber unser Gesetz ist nicht mehr Buchstabe, unser Gesetz ist Person. Ja? Die Menschen, die Gesetzesmenschen und auch die Juden, die wollen das Wort Gottes tun. Aber wir sind aus dem Wort Gottes gezeugt. Ja? Die Gesetzesleute, die Juden und auch die gesetzlichen Christen, die wollen das Wort Gottes tun. Aber wir essen das Wort. Wir sind das Wort. Das Wort wohnt in uns. Wir sind ein Brief Christi an die Welt. Das ist etwas ganz anderes. Eine ganz andere Berufung. Aber die irdisch gesinnten Christen, die Gesetzesleute, wie ich die normalerweise nenne, die wollen gerne Gesetze haben. Ja? Weil sie sich daran messen können und sagen können, ich kann schon dies, kann schon jenes, kann schon das. Und der kann es halt noch nicht. Ja? Und dann fängt man an, einen Unterschied zu machen. Aber das Neue Testament spricht von einem neuen Priestertum. Wo das Priestertum sich geändert hat, muss das Gesetz sich ändern. Unser Gesetz ist eine Person. Unser Gesetz ist das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes und das Gesetz der Freiheit. Ja? Das Gesetz der Freiheit ist ein Widerspruch in sich selbst. Gesetz ist nicht frei. Freiheit ist frei. Ja? Gesetz zwängt. Gesetz kennt keine Gnade. Gesetz kennt keine Vergebung. Gesetz kennt kein Pardon. Aber Jesus schon. Ja? Unser Gesetz ist nicht mehr Buchstabe, unser Gesetz ist eine Person. Das, was Jesus von uns will, das tun wir. Was Jesus nicht von uns will, tun wir nicht. Paulus sagt mal an einer Stelle, alles, was nicht aus Glauben geht, das ist Sünde. Ja? Er war Pharisäer, hätte ja sagen können, alles, was den 10 Geboten widerspricht, ist Sünde. Macht er nicht. Er sagt, alles, was nicht aus Glaube geht, aus welchem Glauben denn? Aus dem Glauben an den Sohn Gottes. Aus dem Glauben in den Sohn Gottes. Und irgendwo sagt er mal, in dem Glauben des Sohnes Gottes. Das ist auch ein Wachstum im Glauben. Es geht zu Christus und nicht zum Sinai. Ja? Es geht zu Christus. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, die wir haben. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er ist auferstanden, es ist alles neu geworden. Und wir dürfen jetzt schon in dieser neuen Welt leben. Lasst euch nicht wieder unter das knechtische Joch fangen. Ja? Wir sind freigemacht vom Gesetz. Warum? Weil wir Gebundene sind an Jesus. Ja? Und in der Gebundenheit Jesu sind wir frei, allen Menschen zu sein, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Schwaben ein Schwabe. Das ist schwierig. Da brauchen wir schon einen Stern vorne auf der Haube. Das geht das gar nicht richtig. Ja? Ja? Wir sind frei. Wir sind frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes, weil wir in einem neuen Priestertum sind. Das ist die Berufung Jesu Christi. Und um das nochmal zu sagen, wir sollen nicht das Gesetz erfüllen. Wir sollen Christus darstellen, im Fleisch, hier und jetzt. Das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu. Ja? Das ist das, was Paulus gepredigt hat. Und das ist auch das, was der Hebräerbrief immer wieder versucht zu erklären, in ganz, ganz vielen Worten. Haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, weil wir uns ja ein bisschen mit dem dritten Tempel beschäftigen wollten. Wir haben ja gesagt, dass Jerusalem in der letzten Zeit zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ich weiß nicht, wer war heute Morgen da? Wer hat das? Oder wer war nicht heute Morgen da? Okay. Jetzt weiß ich nicht, kennt ihr die Wiedergeburt Jerusalems? Habt ihr da schon von gehört? Ja? Dann muss ich das nicht wiederholen, oder? Oder soll ich das wiederholen? Also ich mache ganz kurz, 2 Minuten, 1 Minute, ja? Die Gemeinde Jesu begann wo? In Jerusalem. Wann? Zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Da hat Gott seinen Geist auf Jerusalem ausgegossen. Da fängt Gemeinde Jesu an. Mit Juden damals noch. Von da aus ging das Evangelium in die ganze Welt. Ja, bis ins Schwabeländle und da, wo ihr wohnt, in die ganze Welt. Und am Ende der Gemeindezeit geht das Evangelium wieder nach Hause, dahin, wo es hergekommen ist. Und die Stadt Jerusalem kommt an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus. Das ist etwas, was ich sonst nirgendwo höre, aber was ich glaube, was man aus der Bibel zeigen kann. Ja? Die Tochter Zion wird schwanger, bekommt Wehen und gebiert. Wer spricht davon? Jesus.
Er sagt, in der letzten Zeit wird sein teure Zeit und Erdbeben und Kriege und Kriegsgeschrei, das alles ist der Anfang der Wehen. Wer bekommt Wehen? Zion bekommt Wehen. Ja, und gebiert Zion auch? Ja. Was denn? Einen Überrest aus den Juden, die an Jesus glauben. Wie am Anfang, so am Ende. Ja, das ist der Gedanke. Das würde heißen, die Gemeinde Jesu begann vor 2000 Jahren, ging dann zu den Heidenvölkern und am Ende geht sie wieder nach Jerusalem zurück. Ölbaum, Leuchter, Ölbaum. Ja? Jerusalem, Gemeinde aus den Heiden, Ölbaum. Das ist das, was Zacharja sieht in einem der Nachtgesichte. Und er sagt, was sehe ich da? Und der Engel sagt zum Zacharja, weißt du nicht, was du siehst? Nee, sagt er, ich weiß nicht, was es ist. Und dann sagt er, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Was ist das, was er sieht? Die Gemeinde Jesu, die besteht aus Juden, aus Heiden und am Ende der Zeit wieder aus Juden. Ölbaum, Leuchter, Ölbaum. Und dann ist das Gebilde abgeschlossen. Ja? Dann fragt er nochmal, der Zacharja, der ist ja schlau. Ja, der sagt, wenn ich schon Antwort bekomme, dann frage ich nochmal nach. Da sagt er, ja gut, was sind denn aber die zwei Zweige, an denen das Öl herabfließt in den Leuchter? Und er sagt, das sind die beiden Ölbäume und die beiden Leuchter, die stehen vor dem Angesicht des Herrn der ganzen Erde. Und da kommen wir in Offenbarung 11. Aber das ist ein Geheimnis. Ja? Der Gedanke ist nur der, dass die Gemeinde Jesu ihren Abschluss findet, dort, wo sie begonnen hat, in Jerusalem. Wenn wir also eines Tages im Fernsehen hören, in Jerusalem gab es eine religiöse Rückbesinnung, da gab es Krieg und jetzt glauben die Rabbis dort an Jeschua, dass der Messias war, dann wird die Welt das nicht verstehen, aber wir wissen, jetzt ist ein ganz besonderer Tag angefangen. Ein ganz besonderer Tag. An diesem einen Tag ist Jerusalem zum Glauben an Jesus gekommen, dann ist die Gemeinde Jesu vollständig, dann dauert es nicht mehr lange, bis Jesus kommt. Ja? Das ist das Thema, was wir so behandelt haben hier. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist das überhaupt für ein Gebilde, was wir da sehen? Und wie hängt das zusammen mit dem sogenannten dritten Tempel, den die Juden bauen wollen? Die wollen ja noch einen Tempel bauen in Jerusalem. Und muss dieser Tempel denn noch kommen? Müssen die Juden den bauen oder baut der Messias den? Ist der Tempel, den die Juden planen, ein Tempel Gottes? Oder ist es ein eigenwilliger Tempel? Ja? Nach welcher Priesterordnung würde denn dieser Tempel betrieben, wenn die Juden den bauen? Aaron? Ja, aber das Priestertum, haben wir eben gesagt, das ist vorbei. Ist das dann ein Tempel Gottes? Jetzt wird es langsam spannend. Ja? Also wir schauen es mal an. Ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist die Stiftshütte. Das war der erste Tempel, Mobilheim. Ja? Ja? Auf der Wüstenwanderung, das konnte man abbauen und aufbauen. Haben sie mal nachgebaut hier in der Negev-Wüste, damit da auch Touristen hinfahren. Da kann man dann die Stiftshütte sehen, Zeltheiligtum, hier vorne der Eingang, der Brandopferaltar, das Waschbecken und hier das Heiligtum und innen drin das Allerheiligste. Ja, so sah es innen drin aus, so ungefähr, ja, hat man es aufgemalt. Hier vorne der Eingang, hier sind die Priester, hier vorne ist der Brandopferaltar, Golgatha, hier ist das Waschbecken, das eherne Waschbecken, Reinigung durch Gottes Geist, Eingang ins Heilige. Hier der siebenarmige Leuchter, hier die 12 Schaubrote. Hier der Räucheropferaltar, wer im Heiligtum ist, bringt kein blutiges Opfer, sondern Anbetung. Lieblicher Geruch, Räucheropferaltar. Und hier das Allerheiligste, und was war da drin? Bundeslade, ja? Aus Holz, vergoldet. Deckel aus purem Gold. Bild auf Christus und die Gemeinde. Ja? Wir sind das Holz, überkleidet mit Christi Gerechtigkeit. Er ist aus reinem Gold. Ja? In der Bundeslade drin. Super, Wort Gottes, haben wir doch gerade gesagt, das Wort ist in uns, ja? Das sind Bilder aus dem Alten Testament, die neutestamentliche Predigt veranschaulichen, ja? Und das finden wir alles hier in der Stiftshütte drin, ja? Das heißt, das ist der Vorhof, das ist das Heiligtum und hier hinten ist das Allerheiligste, ja? Im Vorhof der Altar. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das ist die Bundeslade, so ungefähr soll sie ausgesehen haben. Ja? Verschwunden seit der babylonischen Gefangenschaft. Niemand weiß, wo sie ist.
Ja? Wo taucht sie in der Bibel wieder auf? Offenbarung, ja, ganz am Ende erst, ja, da taucht sie wieder auf. Ja? Das ist Jerusalem heute. Das ist der Tempelberg, dieses große Plateau, ja, haben wir eben am Tisch drüber gesprochen. Das ist der Tempelberg. Manche zweifeln das ein bisschen an, aber sollen es jetzt nicht interessieren. Al-Aqsa-Moschee und Felsendom. Ja? Die Muslime begraben übrigens ihre Toten hier auf der Seite, weil das ist das Osttor und durch dieses Osttor soll ja der Messias kommen. Und dann sagen sie, über Tote wird er nicht kommen, deswegen begraben die hier ihre Toten. Manchmal ein bisschen mies. Wir sind Nutznießer einer nahöstlichen Familienstreitigkeit. Ja? Die haben so lange rumgestritten miteinander und mit ihrem Gott, bis Gott zu uns gekommen ist. Was für ein Segen. Jetzt streiten wir untereinander, dann geht Gott auch wieder. Ja? Wir müssen Frieden halten miteinander. Ja? Ist wichtig. Gut. Was ist das für ein Tempel? Herodes Tempel, ja? Zweiter Tempel. Ist ein Modell, ja? Hier hinten die Burg Antonia, da sollen zwei Legionen drin gewesen sein und hier auf dem Tempelberg, bitte? Sicher. Sicher, ja. Ja, ja, ja. Und hier auf dem Tempelberg war praktisch dieser Vorhof und hier der Tempel. Jetzt schauen wir uns ein paar Meinungen zum dritten Tempel an. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, denn die Juden möchten ja gerne nochmal einen Tempel bauen. Jetzt ist nur die Frage, eigentlich müssten die ja den Tempel Salomos bauen. Da gibt es aber keine Pläne von. Jetzt bauen sie den Tempel vom Herodes, den zweiten Tempel, und sagen, das ist jetzt der dritte Tempel. Aber Herodes war ein Edomiter, der war gar kein Jude. Also sie wollen den Tempel bauen von einem edomitischen Herrscher, von dem Herodes, den herodianischen Tempel wieder bauen. Ja. Zerubabel hat den aufgebaut nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Herodes war in der Rüstungsindustrie tätig, der hat auf Zypern Kupferminen gehabt und hat aus Kupfer Bronze hergestellt, waffenfähige Bronze. Da hat er Geld mitverdient und hat sich bei den Juden damit angenehm machen wollen, dass er den Tempel ganz prächtig ausbaut, ja? Sodass selbst die Jünger Jesus sagen, schau, was für ein prächtiger Bau das ist. Ja? Jetzt schauen wir uns mal Meinungen zum dritten Tempel an. Also es gibt ein Tempelinstitut, The Temple Institute, ja, die wollen in Jerusalem wieder diesen Tempel aufbauen. Die bekommen seit 70 Jahren Geld für den dritten Tempel aus der ganzen Welt. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Geld da zusammengekommen ist? Die können den dritten Tempel 10-mal bauen. Die Chinesen verkaufen ihre Häuser und spenden das nach Jerusalem, damit der Tempel dort gebaut werden kann. Unter uns ein tolles Geschäft, ja. Unter uns. Ja? Also es gibt dieses Tempelinstitut und wir hören mal, was der Chefrabbiner Rabbi Hillel Weiss vom Tempelinstitut, was der so sagt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Der Messias wird der Richter sein. Er wird nicht nach dem urteilen, was er sieht oder was er hört, sondern nach dem, was er schmeckt. Aber wenn der Messias, der Sohn Davids, kommt, die Christen glauben dran. Er wird kommen, er ist ein Jude. Er ist nicht Jesus. Wenn die Christen dran glauben, dann sollen sie halt dran glauben. Aber werden unsere Meinung niemals ändern. Wir gehen lieber nach Auschwitz, als unsere Religion zu ändern. Wir sind loyal. Was ist mit den Christen, die diesen Messias ablehnen? Wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Messias. Das war im Dezember 2018. Da hat das Tempelinstitut vor den Mauern Jerusalems einen Altar aufgebaut, auf dem der Brandopferaltar eingerichtet werden sollte. Wir sehen hier den neuen Sanhedrin und die Widmung des Altars für den dritten Tempel. Wir dachten, das waren Fake News. Aber das sind echte Nachrichten. Wir haben gedacht, das ist irgendeine verrückte Sache im Internet. Aber heute Morgen um 10.30 Uhr in Jerusalem sind wir tatsächlich Zeugen dieser Einweihung des Einweihungsrituals für den Altar zum Opfern im dritten Tempel am Tag nach der Chanukka, dem Fest der Widmung. Wir haben diese Zeremonie
durch den neuen Sanhedrin. Den dritten Tempel zu bauen, bedeutet, dass jeder Menschen gut gehen wird, weil das, was im dritten Tempel ist, ist für die ganze Welt. Glauben Sie, dass alle Religionen vereint werden im Tempel? Ja, natürlich, wir haben schon alle Vereinigungen aller Religionen, aber manche haben Angst vor den Terroristen. Also das ist unser Job, alle Religionen zu vereinen und den einen Gott anzubeten, den einen lebendigen Gott im dritten Tempel mit allen Nationen, und alle Nationen werden Gott anbeten. Also die Einweihung des dritten Tempels, des Altars, ist sehr symbolisch. Wir sehen sehr interessante Sachen. So ein starkes Bekenntnis hier in Jerusalem. Wir sind Zeugen der Einweihung des Opferaltars für den dritten Tempel. Europaletten haben sie da aufgestellt. Also ich bitte euch, hallo? Entschuldigung, ja? Da gehören noch ein paar ordentliche Stämme vom Sinai hin, oder ja? Europaletten fürs Opfer. Also, gut, okay. Ja, da kommen die Priester, große und kleine, ja, die werden also schon eingeweiht. Hier oben ist der Altar. Jetzt kommt das Lamm. In dieser grünen Kiste ist das Opferlamm. Ich will nicht spotten, aber schaut euch das doch bitte an, ja? Also, wenn die Christen den dritten Tempel unterstützen, das ist nicht in Ordnung. Das ist keine gute Richtung, die sie gehen. Wir glauben, dass wenn dieser Tempel gebaut wird, kommt entweder der Messias und wird helfen, ihn zu bauen, oder er kommt später und wird den Tempel selber bauen. Aber wir glauben, dass der Messias schon gekommen ist, und wir sollen nicht in dieselbe Sache da investieren, denn der Antichrist wird möglicherweise dort den Gräuel der Verwüstung aufrichten. Aber das ist schon harter Stoff, den wir hier sehen, oder? Ja, sagt er, das ist das. Sie tun das Opfern hier dieses Lammes. Das ist eine große Sache. Und Sie meinen das ernst, oder? Ja, das ist ein Symbol für diese Opfer, die tatsächlich im dritten Tempel geopfert werden sollen. Ja, verrückte Zeiten, oder? Ja, sehr verrückte Zeiten. Wir müssen für die Juden beten und den Herrn bitten für Offenbarung und Führung, um ihnen zu zeigen, dass Jeshua der Messias ist, der für unsere Sünden auf dem Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und sie müssen ihn annehmen. Ich bin nicht besser als jeder andere. Es ist nur Gnade, dass ich hier stehe und dass ich in der Lage bin, zu wissen von Jesus. Würdest du sagen, das ist ein Tempel für die ganze Welt? Ja, es ist ein Tempel für die ganzen Nationen. Die Nationen sind wie wertvolle Steine, sehr wertvoll. Vielleicht werden alle Völker vereint. Vielleicht. Wir hoffen, dass sie ihren Weg ändern. Wenn die Nationen das richtige Gesetz wollen, das reine Gesetz wollen, das wirkliche Gesetz, die Gnade, dann müssen sie der Bibel folgen. Seht ihr das hier, Leute? Nur Jesus Christus ist unser Opfer für die Sünden. Und wenn wir wiedergeboren sind, wohnt er in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Stephanus wurde zu Tode gesteinigt, weil er die Wahrheit gesprochen hatte zu den Menschen, die den zweiten Tempel liebten, der aus Steinen gemacht wurde. Also erinnert euch daran, dass wir der Tempel sind und dass wir nicht einen weiteren Tempel aus Steinen brauchen. Unser Opfer ist schon gebracht. Unser Körper ist der Tempel, wo der Heilige Geist wohnt. Preis den Herrn Jesus Christus. Er ist der Herr. Preis den Herrn, König der Könige, der gestorben ist für unsere Sünden und auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Ich bete, dass viele jüdische Menschen das verstehen und überall in der Welt Menschen diesen Betrug erkennen, des New Age. Und dass viele umkehren zum Messias, also zu Jesus, ja. Diese paar Leute waren hier, mehr war es nicht. Hier ist das Lamm. Wir danken Jesus Christus für sein Opfer, für unsere Sünden. Und die Prophezeiung kommt wohl zur Erfüllung. Preist den Herrn, Glory, Ehre dem Herrn, ja. Danke dir, Jesus, für dein Sterben für unsere Sünden.
Das ist 1. Thessalonicher. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird plötzliche Zerstörung über sie kommen, wie die Wehen auf eine Frau, die schwanger ist mit einem Kind, und sie werden nicht entfliehen. Also man hat mal so ein bisschen den Eindruck, wie die Juden da denken über den Tempel. Ja? Ja, die Frage war, wie die Juden Vergebung erfahren, wenn sie keinen Tempel haben. Die Rabbiner sagen, wir brauchen keinen Tempel. Ja, Daniel hat auch Vergebung für seine Sünden bekommen, Daniel 9, langes Sündenbekenntnis von Daniel, und Gott hat ihm vergeben, obwohl kein Tempel da war. Ausrede der Rabbiner. Ja? Sie sagen, wir müssen nur an Jerusalem denken und Gott unsere Sünden aufrichtig bekennen, und dann vergibt er uns schon. Und außerdem steht in Hosea ja auch, dass wir lange ohne Priester, ohne Tempel, ohne Leibrock sein werden. Ja, das ist die große Frage. Also die meisten Israelis interessiert das überhaupt nicht. Also die in Nordisrael sind so verkommen wie hier. Nordisrael ist die Gay-Community der Welt nach San Francisco. Ja, das sind so viele Schwule, Israelis, dass die jungen israelischen Frauen gar keine Männer mehr kriegen. Ist total verkommen. Also wie in der Antike auch. Aber Geld, ja, Apple wird dort programmiert, Microsoft wird dort programmiert, Geld wird dort verdient, aber total verkommen. LGBTQ, Riesendemo da am Strand in Tel Aviv. Ja. Und Jerusalem im Süden, Mittelalter, orthodoxe Juden, vollkommen anders drauf, tiefer Riss in Israel. Religiös, finanziell, sozial, ethnisch, was auch immer. Ja. Dass man fast schon das mit Händen greifen kann. Die Rabbiner sagen bei der ersten Wahl von Netanyahu, wenn der Zerwürfnis in Israel zwischen diesen Teilen der Bevölkerung weitergeht, dann wird Israel zerbrechen wie zur Zeit der Könige. Oh, da war ich ganz hellhörig. Ja? Ihr wisst jetzt warum. Ja? Okay, also die Juden haben keine Vergebung. Ja? Und ich habe dem Rabbi dann geschrieben, wir chatten da so ein bisschen hin und her, und ich habe gesagt, ja, natürlich hat Hosea das geschrieben, dass er lange Zeit ohne Tempel sein wird. Aber du musst auch sagen, warum? Ja? Weil ihr euren Messias verworfen habt. Deswegen habt ihr keinen Tempel, keine Reinigung, keine Heiligung, keinen hohen Priester. Aber wie hat Hebräer doch gesagt, haben wir doch am Anfang gelesen, wir haben einen hohen Priester. Ja, deswegen habe ich das am Anfang gelesen. Ja? Und sie sagen immer nur die halbe Wahrheit, weil zur ganzen Wahrheit würde ja dazugehören, dass man sich mal zugesteht, dass man einen Fehler gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein halsstarriges Volk. Sind wir auch, ja? 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 Ja, das Verrückte ist dabei, in diesen Tempel, den die Juden bauen wollen, da dürfen alle rein, alle Religionen, nur ihr nicht. Ihr Christen nicht. Ihr Christen, die ihr dafür bezahlt, amerikanische Christen, Evangelikale, zahlen ja viel Geld für den Tempel, ja? Die Christen dürfen nicht in diesen Tempel. Warum? Weil die Christen ja glauben, dass ein Mensch Gott ist. Die Christen sind ja Götzendiener. Die übertreten ja die Gebote Gottes und die noachidischen Gebote. Alle Religionen dürfen da rein. Die Juden fühlen sich dem Islam viel näher als den Christen. Das heißt also, die Juden arbeiten daran, zumindest Teile davon, dass sie diesen dritten Tempel bauen. Ja? Roger Libby ist der Meinung, dass der Tempel unbedingt kommen muss. Ja? Aber trotzdem, die Bibel spricht ausdrücklich darüber, ein dritter Tempel wird gebaut werden. Der wird noch kommen. Also diese Periode, in der wir heute noch sind, ohne jüdischen Tempel, wird ein Ende haben. Okay. A bold statement, sagen die Amerikaner dazu, ja. Das ist also schon eine starke Aussage. Er sagt also, und viele, viele andere auch, er sagt, der Tempel muss kommen und der wird kommen. Ja. Für mich ist nicht die Frage, ob die Juden einen Tempel bauen oder nicht. Ja. Für mich ist die Frage eine andere. Für mich ist die Frage die, ist ein dritter jüdischer Tempel in der Bibel vorhergesagt oder nicht? Das ist meine Frage. Ja? Damit meine ich, es kann sein, dass die Juden so einen Tempel noch bauen. Ja? Es kann auch sein, dass sie keinen Tempel mehr bauen. Ich weiß das nicht. Warum nicht? Weil die Bibel dazu nichts sagt. Ja? Ich glaube, dass die Bibel von einem Tempel spricht für die Endzeit. Und es gibt nur drei Stellen, die davon reden. Einmal spricht Jesus davon, brecht diesen Tempel ab,
und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er redete aber von dem Tempel seines Leibes. Jesu Leib war also ein Tempel Gottes, weil Gott in der Fülle in ihm wohnte. Ja? Unser Leib ist auch ein Tempel Gottes, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Da, wo ihr wohnt, ist euer Haus. Ja, da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Deswegen ist jeder Einzelne, der an Jesus glaubt, ein Tempel Gottes, ein Tempel im Heiligen Geist. Und die Gemeinde in Gänze ist auch ein Tempel. Welcher denn? Der dritte. Ja, das schauen wir uns gleich an. Aber Roger Leeby ist also ganz fest der Überzeugung, dass dieser dritte Tempel noch kommen müsse. Ja? Ja, deswegen habe ich mich gefreut, dass der Amerikaner das hier so gesagt hat. In den USA ist das viel mehr Common Sense, ja, dass man sagt, we are the temple, wir sind der Tempel. Ich verstehe es auch nicht. Ich möchte noch was sagen, wenn der dritte Tempel, den die Juden dort bauen wollen, dieser sogenannte dritte jüdische Tempel, wenn das ein Tempel Gottes ist, seid ihr kein Tempel Gottes und dann seid ihr alle verloren. Ja? Denn beide Tempel nebeneinander können ja nicht existieren. Entweder gilt der Tempel nach der Ordnung Melchisedeks, der wir in Christus sind, oder es gilt ein Tempel nach der Weise vom Sinai. Ja? Aber beide können nicht Tempel Gottes sein. Wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. Ja? Also das Erste, was wir hier haben, wir gehen dem Thema mal so ein bisschen nach. Das Erste, was wir als Gotteshaus eigentlich haben, war die Stiftshütte um 1400 vor Christus. Dann kommt der erste Tempel, Salomo, um 950 vor Christus, bis Nebukadnezar den kaputt gemacht hat. Ja? 586. Babylonische Gefangenschaft, nach 70 Jahren Rückkehr nach Israel. Zweiter Tempel kommt. Ja? Das ist der Tempel Serubabels, der war dann noch sehr klein, aber das ist jetzt das, was Herodes da mit seinen Rüstungsgeldern draus gemacht hat. Er hat den ja sehr prächtig ausgebaut. Ja? Circa 515 Zeit des zweiten Tempels. Und die geht bis 70 nach Christus. Was war 70 nach Christus? Zerstörung des Tempels. Ja? Also der stand von 515 bis 70 nach Christus. Tempel Serubabels, eigentlich der Tempel Salomos. Der Tempel von Herodes. Ja? Und jetzt wird es spannend. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt müsste ja eigentlich ein dritter Tempel kommen. Ja? Jetzt kommt der dritte Tempel. Was sagt das Neue Testament über diesen dritten Tempel? Es gibt nur diese 3 Bibelstellen. Ist nicht so viel Arbeit, die man da hat. Im Neuen Testament gibt es nur diese 3. Johannes 2, habe ich schon gesagt, Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn aufbauen. Das heißt, es ging nicht um den Tempel aus Stein und Holz, ja, sondern um den Tempel, um den geistlichen Tempel, der hat in Christus angefangen und ist in der Gemeinde Jesu fortgesetzt worden. Warum? Weil das zusammengehört. Ja? Es ist eins. Und dann gibt es noch die Bibelstelle in 2. Thessalonicher 2 und es gibt die Bibelstelle in Offenbarung 11. Ja? Johannes 2 haben wir uns schon angeschaut. Er redete vom Tempel seines Leibes. Das heißt also, der dritte Tempel nach biblischer Aussage, nach der Aussage Jesu, nach der Aussage des hohen Priesters, ist der dritte Tempel er selbst, sein Leib. Ja? Da kommen wir nicht drum rum. Das war nach dem Tempel, den Serubabel gebaut hat, das ist der dritte Tempel. Ja, aber dann wären die Juden ja zu spät. Ja. Ja, nicht up to date. Ja? Wo steht denn das, dass Schauen wir gleich noch. Ja, schauen wir gleich noch, weil das ist eine ganz interessante Bibelstelle. Ja? Das ist also tatsächlich ein Tempel Gottes, Jesus. Also das können wir nicht leugnen, dass Jesu Leib ein Tempel Gottes war. Ja? Warum war Jesus ein Tempel Gottes? Haben wir schon gesagt, weil Gottes Geist in ihm wohnte. Jetzt, warum sind wir ein Tempel Gottes? Weil Gottes Geist in uns wohnt. Und Jesus und die Gemeinde gehören zusammen und sind der dritte Tempel. Ach so, ja, dann sind wir der dritte Tempel. Ja, natürlich. Aber wie kommen denn die Theologen dazu zu sagen, die Juden werden den dritten Tempel bauen, wenn wir der dritte Tempel sind? Was läuft denn da schief in ihrem Kopf? Was da schief läuft, ist, dass sie eigentlich über den dritten Tempel so denken wie Nikodemus über seine Wiedergeburt. Kann ich wieder in den Leib meiner irdisch, ja? Kann ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen, biologisch? Die sagen, wenn in der Endzeit ein dritter Tempel ist und der Antichrist sich in einen Tempel reinsetzt, und jetzt ist ja kein Tempel in Jerusalem, dann muss man den wieder bauen aus Steinen und Holz.
Aber nirgends in der Bibel steht, dass der Tempel errichtet werden müsste. Die Bibel setzt die Existenz dieses Tempels lediglich voraus. Der ist einfach da. Es steht nirgendwo, dass der Tempel von den Juden gebaut werden müsste. Das gibt es nicht. Es steht aber von einem Tempel, einmal in dem, was Jesus sagt, und in 1. Korinther 3. Ja? Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wisset ihr das nicht, ihr Theologen? Wieso wissen die das denn nicht? Entschuldigung, was erzählen die denn dann? Ja, da kann man ja nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben, wenn man das hört. Ja? Das widerspricht so sehr dem Neuen Testament. Warum? Weil die denken die sehen mit diesen Augen und denken mit dem irdischen Herz. Sie sind irdisch gesinnt. Die glauben, der Tempel muss noch aus Steinen und Holz gebaut werden. Ja? Aber wir kommen nachher nochmal da genau drauf. Immer wenn Paulus schreibt vom Tempel Gottes, meint er die Gemeinde Jesu. Da kann denn vielleicht sein, dass Paulus dann irgendwann mal den Tempel in Jerusalem gemeint hat? Nein, niemals. An keiner einzigen Bibelstelle. Immer wenn er vom Tempel Gottes schreibt, meint er die Gemeinde Jesu. Warum sollte denn auch Paulus als Apostel Jesu Christi von einem jüdischen Tempel etwas schreiben, von einer Priesterordnung, die vorbei ist, ja, die gar nicht mehr gilt? Er hat immer, wenn er vom Tempel Gottes schreibt, von der Gemeinde Jesu gesprochen. Ausnahmslos. Auch in 2. Thessalonicher 2. Kommen wir gleich drauf. Ja? Wüsste ich so. Muss er ja zitieren, der Tempel, der ja, ja. Also es gibt ein Video, wo er alle Bibelstellen zusammensucht aus dem Alten und Neuen Testament, die von einem angeblichen jüdischen dritten Tempel in der Endzeit sprechen. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht und habe dort ein bisschen kommentiert und habe mir die ganzen Bibelstellen angesehen. Das Schöne ist bei ihm, dass er das so systematisch zusammenfasst wie sonst niemand. Da muss man nicht überall suchen bei allen Predigern oder selber sich auf die Suche machen. Er hat dann 12, 13, 14 Bibelstellen aufgezählt und die konnte man so alle Stück für Stück abarbeiten. Also da kann man das sehen. Aber du hast schon recht. Also wenn er über 1. Korinther 3 spricht, dann kommt er an dem Thema nicht vorbei. Ja? Aber stellt euch jetzt mache ich was Heftiges, ja? Jetzt stellt euch vor, so jemand, der sagt, der dritte Tempel muss noch gebaut werden, und zwar aus Holz und Stein. Jetzt versetzt den mal 2000 Jahre zurück in die Urgemeinde. Und stellt euch vor, der Paulus steht bei dem und sagt, die Korinther sind ein Tempel Gottes im Heiligen Geist. Da würde so jemand sagen, bist du verrückt? Hier ist doch der Tempel. Hier in Jerusalem steht der Tempel, mit Priester, mit Opfer. Sogar, ich kann dir sogar zeigen in der Bibel, dass Gott diesen Tempel meinte, hier in Jerusalem, und nicht bei den unbeschnittenen Goi in Korinth. Ja? Wie kann das sein, dass nach 2000 Jahren Christenheit und nach dem Vorliegen des kompletten Neuen Testaments und nach den Auslegungen von Paulus zum Tempel Gottes, die Gemeinde Jesu ist, wie kann das sein, dass evangelikale Prediger hingehen und sagen, die Juden bauen noch einen Tempel und das ist ein Tempel Gottes und den meint Paulus? Da habe ich Sorge, dass die, wenn die vor 2000 Jahren gelebt hätten, das auch nicht geglaubt hätten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Denk das mal nach. Ja? Okay, also, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und er seid ihr. Wir sind der dritte Tempel. Ja? Dass sie noch einen Tempel bauen? Ja, gut, die Juden sagen ganz einfach, die Römer sind einfach ins Land gekommen, haben unseren schönen Tempel kaputt gemacht. Und den wollen wir wieder haben. Und der Vatikan hat wahrscheinlich die Menora, diesen siebenarmigen Leuchter, weil der ja im Titusbogen in Rom abgebildet ist. Und der Papst hockt auf unserem Leuchter und wir wollen den wieder haben. Letztes Jahr Forderungen vom Tempelinstitut an den Papst in Rom. Gib uns mal die Menora wieder raus, wir müssen den Tempel bauen. Ist ja auch klar, ich meine, das ist hier Nationalheiligtum. Und Entschuldigung, wenn ich das mal so ganz frontal sage, das Judentum ist die einzige Religion auf der ganzen Welt, die nicht ausgeübt werden kann. Müssen wir mal drüber nachdenken. Warum denn nicht? Naja, die haben keinen Tempel, die haben keinen hohen Priester, die haben kein Opfer, die haben keine Reinigung für ihre Sünden, die können nicht mal ihr Gesetz halten. 80% des Gesetzes können die nicht halten. Und ich habe dem Rabbi geschrieben, was wollt ihr uns denn geben, was wir nicht schon hätten? Wir haben doch einen hohen Priester.
Wir sind der dritte Tempel. Wir haben Reinigung für unsere Sünden. Wir haben ein Passahlamm für uns geschlachtet. Wir haben das alles in Christus. Was wollt ihr Juden, ihr Rabbiner, uns denn geben? Das, was ihr selber nicht ausüben könnt? Ihr könnt ja nur 20% des Gesetzes halten. Das sagt nicht ich, das sagt euer Rabbi Singer in YouTube. Ihr könnt nur die Gebote einhalten, von denen, die von euch etwas fordern, nicht zu tun. Das ist so typisch jüdische doppelte Verneinung, ja? Die Gebote, die etwas von euch fordern, es zu tun, wie zum Beispiel Opfer zu bringen an Yom Kippur und so weiter, könnt ihr nicht tun. Deswegen müsst ihr an Yom Kippur ja auch einen Huhn über eurem Kopf schwenken. Und die Teenager hoffen, dass das Huhn nicht gerade ein Ei legt oder andere Dinge, ja? Bis es geschwenkt ist. Das passiert in der Ukraine. Ich will da nicht spotten drüber. Wir Christen, wir Menschen machen komische Dinge, aber das ist auch komisch. Und was ich nicht verstehe, ist, dass die Lehrer des Evangeliums das nicht unterscheiden können. Das ist für mich eine Frage. Ja? Wir kommen aber gleich nochmal da drauf. Ja? Also der dritte Tempel ist Jesus und Jesus war tatsächlich ein Tempel Gottes. Und der dritte Tempel ist seit Pfingsten auch die Gemeinde Jesu. Ja, denn die Gemeinde Jesu hat ja begonnen zu Pfingsten in Jerusalem, als Gott seinen Geist ausgegossen hat in Jerusalem. Da hat die Gemeinde Jesu begonnen. Und die Gemeinde Jesu und Jesus sind ein Gebäude, ein Tempel. Er ist der Eckstein. Und wir sind lebendige Steine, zu denen wir uns erbauen sollen, sagt Petrus. Warum ist das so? Weil wir eins sind mit Christus. Ja? Haben wir ja gesehen, Jesaja 7. Und deswegen ist der dritte Tempel die Gemeinde und Jesus Christus. Kann man das verstehen? Ja, ne? Ja? Das ist der dritte Tempel. Wann begann die Gemeinde Jesu? Zu Pfingsten. Ja? Das war die Stiftshütte. Erster Tempel von Salomo, zweiter Tempel von Zerubabel. Dann kommt der dritte Tempel, die Gemeinde Jesu. Und die besteht aus Jesus selbst. Er ist der Eckstein. Ja? Dann kommt Pfingsten. Und wir dürfen auch dazu gehören als Gemeinde aus den Nationen. Aus Gottes Gnade. Ja, weil sie ihn verworfen haben, ist er an die Hecken und Zäune gegangen und sogar bis zu uns gekommen, hat uns eingeladen. Ja, ja, deswegen sind wir der dritte Tempel. Was ist jetzt mit dem dritten Tempel der Juden? Der muss ja da irgendwie reinpassen. Ja? Den habe ich da oben mal hingemalt und man will den da dran anschließen in der Endzeit. Ja, man vermutet also, dass nach der Gemeinde Jesu irgendwo in der Endzeit die Juden nochmal da einen dritten Tempel bauen wollen. Und da soll dann so die Ordnung Gottes sein für unsere Welt. Ja? Und damit überspringen die Juden die Gemeinde Jesu die letzten 2000 Jahre und springen vom Tempel Zerubabels oder vom Tempel des Herodes, vom zweiten Tempel, zu einem Endzeittempel. Das will das Tempelinstitut machen. Nach 2000 Jahren wollen sie den Tempel wieder bauen, weil sie 2000 Jahre ausgeblendet gewesen sind. Sie waren verstockt. Deswegen sehen sie die Zeit der Gemeinde auch nicht. Deswegen verstehen sie auch nicht, dass die Gemeinde der dritte Tempel ist. Sie mögen das gelesen haben. Manche kennen sich sehr gut aus im Neuen Testament. Aber sie leugnen das. Das darf es nicht für sie geben. Weil dann ist ja ihre Priesterordnung beendet. Und dann sind sie ja nichts mehr wert. Ja? Deswegen wird das geleugnet. Was ist aber mit dem dritten Tempel der Juden? Wenn die Juden einen Tempel bauen würden, haben wir schon gesagt, dann würde das ja nach der falschen Priesterordnung, würde der ja betrieben werden. Ja? Jetzt stellen wir mal ein paar Fragen. Ist der jüdische dritte Tempel ein Tempel Gottes? Nein, oder? Ja? Können wir als Christen oder kann Gott selbst die blutigen Opfer im Tempel anerkennen? Nein, warum nicht? Weil Jesus ist schon gestorben, ist das vollkommene Opfer ist schon gebracht. Ja? Das ist der neue Bund in seinem Blut. Das heißt, Gott und auch wir könnten diese blutigen Opfer, die im Tempel gebracht werden, überhaupt nicht anerkennen. Ja? Das geht nicht. Nächste Frage. Können wir oder würde Gott den hohen Priester anerkennen? Auch nicht, weil Jesus ist da unser hoher Priester. Ja? Dann müsste Jesus das Feld räumen. Merkt ihr, wie widersprüchlich das ist, wenn behauptet wird, der dritte Tempel der Juden ist in der Bibel vorhergesagt, da fröstelt es mich. Ich kann das nicht verstehen, wie man das tun kann. Ja? Ich rede ein bisschen offen heute mit euch. Ja, gut, aber das sind ja jetzt unsere Antworten, aber die Juden ignorieren ja Jesus komplett. Und von daher würden die das jetzt
hier nicht mit Nein beantworten. Ja, die Juden leugnen einfach Jesus, ja. Die sagen, Jesus war nicht existent und fertig. Ja, war ein Rabbi und war ein bisschen verwirrt. Und der Talmud sagt böse Dinge über Jesus, wie er sich in der Hölle da im Moment befindet. Schmutzige Sachen. Und für mich war nur die Frage, die haben wir, glaube ich, heute Mittag besprochen. Ne? Irgendwas müssen die Juden ja gemacht haben, dass Gott sie 2000 Jahre aus dem Land geworfen hat. Irgendwas ganz Schlimmes. Was viel Schlimmeres als das, was die 70-jährige Gefangenschaft in Babylon bewirkt hat. Etwas, was 30 Mal so lange gedauert hat. Kann es sein, dass sie vielleicht ihren Messias verworfen haben und sagen, er hat einen Dämon? Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Und das sehen wir ja tatsächlich vor Augen, dass Israel 2000 Jahre kein Staat war, keine Hauptstadt hatte, keinen Tempel hatte und nur ein paar Kamele da unten rumgegrast sind. Und das war schon alles. Ja? Nicht mal die Muslime waren da. Ja? Gottverlassene Gegend. Ja? Vielleicht nicht das, was gemeint ist in der Bibel mit Gräuel der Verwüstung, so wie ich es verstehe, aber ein Gräuel wäre es auf jeden Fall. Warum? Weil sie treten das Blut und das Opfer Jesu Christi mit Füßen. Hebräerbrief. Ja? Ja, und wenn der dritte Tempel gebaut wird. Das sagt Roger Libby, also er sagt, die Juden bauen einen dritten Tempel und in diesen Tempel setzt sich dann der Antichrist, lässt sich dort gottgleich verehren. Und dann laufen die ganzen Endzeitdinge ab, dann kommt Jesus wieder, schmeißt den Antichristen raus, reinigt den Tempel und baut den dann aus zum Hesekiel-Tempel. Und da sage ich, Entschuldigung, kann das sein, dass Gott auf menschliche Fundamente baut? Baut Gott seinen Hesekiel-Tempel fürs tausendjährige Reich auf die Fundamente eines eigenwilligen jüdischen Tempels, in dem der schlimmste Götzendienst geschehen ist, der jemals gebracht worden wurde auf der Welt? Was redet der denn da? Ja? Lass uns noch ein bisschen vorwärts gehen, wir brauchen sonst so lange. Ja? Nur wichtige Fragen. Ja? Also gut, das kann die blutigen Opfer kann Gott nicht mehr anerkennen, weil er hat schon geopfert und zwar das Wertvollste, was er hatte. Ja? Gott geht dann nicht mehr zurück, weil das Priestertum Jesu Christi ein ewiges ist. Gott kann auch den hohen Priester nicht anerkennen. Können wir die alttestamentliche Priesterschaft anerkennen? Nein. Wenn wir die anerkennen würden, wären wir keine Priester. Entweder sind die Priester oder wir. Entweder die nach dem Sinai oder wir nach Christi ewiger Priesterordnung. Ja? Das schließt sich aus. Das heißt also, dass der jüdische dritte Tempel kein Tempel Gottes ist. Ja, jetzt ist aber blöd, weil der Paulus redet von einem Tempel Gottes. Der Paulus sagt ja nicht, der Antichrist setzt sich in den Tempel. Der Paulus sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Jetzt haben wir aber eben gesehen, immer wenn der Paulus davon spricht, also wenn der Paulus vom Tempel Gottes spricht, dann meint der Paulus immer die Gemeinde Jesu, ausnahmslos. Dann müsste sich der Antichrist ja in die Gemeinde Jesu reinsetzen. Ja, in welche? In Brühl oder Bonn oder Köln oder in Frankfurt in die Gemeinde oder in München oder in, ja? Das, in Rom, ja? Ja? Also hilft sich die evangelische Theologie damit und sagt, ja, die antichristlichen Lehren werden sich in die Kirche hinein einschleichen. Da sage ich, das ist eine hilfsweise Konstruktion. Warum? Weil Paulus von dem Mensch der Sünde spricht, von dem Kind, von dem Sohn des Verderbens, von einem Menschen. Ja? Nicht von einer Lehre. Nicht von einer antichristlichen Lehre, von einer Person. Und diese Person setzt sich in einen physischen Tempel, der gleichzeitig der Tempel Gottes ist. Und jetzt kürze ich ab. Wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist Jerusalem ein Tempel Gottes. Warum? Weil dort wiedergeborene Menschen leben. Das ist ein Tempel Gottes. Warum denn? Weil der durch Gottes Geist entstanden ist und nicht durch Maurerkelle. Ja? Dieser Tempel in Anführungsstrichen, wenn der kommt, dann ist der aber geistlich und physisch gleichzeitig, ja? Der ist geistlich, weil Gemeinde Jesu dort ist. Natürlich aus Juden, aber die sind ja auch Gemeinde Jesu. Mehr als wir, ja? Und gleichzeitig ist es ein physischer Tempel, weil diese Gemeinde Jesu in den Mauern Jerusalems sich aufhält. Aha, dann würde ja Jerusalem ein physischer und ein geistlicher Tempel gleichzeitig sein. Genau. Und in diesen Tempel, in diese Stadt Jerusalem, bricht der Antichrist rein und tötet die alle.
Er richtet einen Gräuel der Verwüstung auf. Einen schändlichen Gräuel. Warum? Weil der den Augapfel Gottes antastet, die Gemeinde Jesu. Ja? Das ist der Gräuel der Verwüstung. Das würde dann bedeuten, dass wir plötzlich, wenn wir von der Wiedergeburt Jerusalems wissen, verstehen können, was Paulus in 2. Thessalonicher 2 schreibt, wenn er sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Ja? Und das finde ich so bewegend, wenn ich das so ganz nüchtern formulieren soll, dass wir plötzlich mit der Kenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems verstehen, wir sind der dritte Tempel und verstehen, dass Paulus von einer endzeitlichen Wiedergeburt Jerusalems wusste, denn sonst hätte er nicht so formuliert. Der wusste auch, dass der Antichrist sich in diese wiedergeborene Stadt Jerusalem hineinsetzt und sich dort göttlich verehren lässt. Sonst hätte er 2. Thessalonicher nicht so formuliert. Das heißt, wir verstehen plötzlich, aus welcher Motivlage Paulus das schreibt. Und das ist bewegend. Dann muss Paulus ja von der Wiedergeburt Jerusalems gewusst haben in der Endzeit. Na ja, natürlich. Ja, dann ist er ja eine unzeitige Geburt. Ja, er schreibt er ja auch. Ja? Plötzlich bewegt sich das. Das kommt plötzlich aus dem Text heraus. Das heißt, Paulus meint, wenn er von dem Tempel Gottes schreibt, in 2. Thessalonicher, auch Gemeinde Jesu, aber nicht in Korinth, sondern in Jerusalem in der Endzeit. Der Briefwechsel zwischen Paulus und den Thessalonichern ist auf einem theologisch ungleich höheren Niveau geführt worden, als wir das auch nur vermuten würden. Die Thessalonicher waren super gut drauf. Paulus hat mit denen Daniel gelesen, Daniel 11. Könnt ihr auch aus 2. Thessalonicher 2 sehen. In 2. Thessalonicher 2 läuft die Daniel-Prophetie aus Daniel 11 und das Geheimnis der Wiedergeburt Jerusalems zusammen. Und wenn man das eine und das andere kennt, dann kann man wie in einem Indizienprozess zu 2. Thessalonicher 2 gehen und dann kann man auch sagen, wie mit einem Pastor vom Mitternachtsruf, der gesagt hat, wir wissen nicht, worüber Paulus da mit den Thessalonischern gesprochen hat, weil wir nicht dabei waren. Da sage ich einverstanden. Aber wenn wir 2. Thessalonicher 2 mal ganz beiseite tun und uns nur mit Daniel 11 beschäftigen und nur mit der Wiedergeburt Jerusalems, das haben wir ja bisher, wir haben 2. Thessalonicher 2 nicht gelesen bisher in unseren Bibeltagen, oder? Dann kommen wir ja zu einem ganz bestimmten Ergebnis. Und mit der Kenntnis gehe ich dann zu 2. Thessalonicher 2 und sage, das ist ja wie ein Abdruck. Ja? Das würde da ja reinpassen. Das ist ein Indizienprozess. Mit letztendlicher Gewissheit kann man es nicht sagen. Aber auch ohne 2. Thessalonicher 2 wüssten wir von der Wiedergeburt Jerusalems. Ja? Und das ist schon was Großes. Und plötzlich kommen wir wir haben ja in Johannes 3 angefangen. Da haben wir gedacht, da finden wir ja gar nichts Neues. Jetzt sind wir beim dritten Tempel. Das ist unglaublich, ja. Ich freue mich darüber, ja. Das heißt also, der jüdische dritte Tempel ist ein eigenwilliger Tempel. Er ist kein Tempel Gottes. Paulus hat den auch nicht gemeint. Paulus sagt dann also in 2. Thessalonicher 2 nicht, dass ein jüdischer Tempel noch gebaut werden müsste, in den sich der Antichrist hineinsetzen kann. Paulus sagt, in der letzten Zeit wird Jerusalem wiedergeboren und ist dann ein Tempel Gottes. Und in diesen Tempel Gottes stürmt der Antichrist und tötet die alle. Ja? Denn er sagt, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Dann wird sie das Unheil schnell übereilen, wie der Schmerz eine schwangere Frau. Und werden nicht entfliehen. Am Ende werden sie ihr Leben dort lassen. Sie werden nicht entfliehen. Ja? In Daniel steht, bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. Kennt ihr die Übersetzung? Bei welchen Flügeln? Bei den Flügeln des Altars, sagen die Amerikaner. Dann sage ich, der Altar hat keine Flügel, der hat Hörner. Bei den Flügeln der Bundeslade? Das macht doch keinen Sinn. Im Hebräischen steht Kanaf. Wir haben das heute mal kurz gelesen, die Bibelstelle. Ein Bruder hat die gelesen heute Nachmittag, dass 7 Heiden einen Juden am Rockzipfel fassen. Da steht Kanaf. Kanaf heißt eigentlich Flügel oder Flügelspitze. Man kann aber auch sagen Gebäudeflügel. Man kann auch sagen die hinterste Ecke. Aha. Man könnte also sagen, bis in die hinterste Ecke Gräuel der Verwüstung. Ja. Wer sagt das denn? Paulus. Die werden nicht entfliehen. Der Antichrist ist wie der Fuchs im Hühnerstall.
Der wird in den letzten Winkel in Jerusalem den letzten Gläubigen an Jesus finden und wird den töten. Eine gräuliche Verwüstung. Das ist dort gemeint. Und der Bruder, von dem ich euch erzählt habe, mit dem ich gesprochen habe, der Hebräisch kann und Aramäisch kann und die Stellen kennt und besser als ich kennt, der sagt, das ist spannend. Dann kann man verstehen, die haben Flügel nur deswegen dort übersetzt, weil die Stelle kommt 55 Mal vor im Alten Testament und wird immer mit Flügel übersetzt, nur ein-, zweimal irgendwie anders. Und weil sie sich bei der Stelle nicht zu helfen wussten, haben sie gesagt, dann nehmen wir halt das, was sonst auch überall übersetzt wird, und haben gesagt, bei den Flügeln stehen Gräuel der, aber es macht ja keinen Sinn. Aber wenn man sagt, bis zum Kanaf, bis in die hinterste Ecke, bis in die äußerste Ecke wird Verwüstung sein, dann versteht man. Und dann findet man es in 2. Thessalonicher 2 wieder. Und plötzlich baut sich das alles zusammen, ja? Und wird plötzlich sinnvoll, ja? Kommt zu sinnvollen Ergebnissen. Jetzt, das ist 2. Thessalonicher 2. Da kommt einer, der Widersacher ist. Und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Da haben wir schon gesagt, wie soll man das verstehen? Das kann man kaum einordnen. Also antichristliche Lehren funktioniert nicht. Aber wir können jetzt verstehen, was Paulus hier meint, dass der Antichrist sich in die Stadt, der setzt sich da nicht rein, der setzt sich dort ein. Die Amerikaner sagen, a sitting president. Ja? Das heißt nicht, dass der Präsident sitzt, sondern das heißt, dass er in sein Amt eingeführt ist. Und das ist hier auch im Griechischen. Der setzt sich in den Tempel ein. Ja? Luther hat das Gesetz, der setzt sich in den Tempel Gottes. Ja? Aber im Griechischen steht dort, dass er dort eingesetzt wird, dass er sich dort gottgleich verehren lässt. Wie ist jetzt die biblische Perspektive von diesem Tempel? Jetzt haben wir schon ganz viel gesammelt an Sachen. Gucken wir mal, ob wir das so hintereinander bekommen. Stiftshütte, erster Tempel, zweiter Tempel, dritter Tempel, Gemeinde Jesu. Die besteht aus Jesus, aus der Pfingstgemeinde, da begann es, und aus der Gemeinde aus den Nationen. Und der vierte Tempel kommt im tausendjährigen Reich, Tempel Hesekiels. Der wird aus Holz und Steinen gebaut. Ja, da sind ja Baupläne und Abmessungen in Hesekiel. Der wird kommen. Ja, aber da sind wir schon entrückt. Also vierter Tempel, Tempel Hesekiels. Und jetzt, was machen wir denn mit dem dritten Tempel der Juden? Wo kommt denn der jetzt hin? Den gibt es nicht. Paulus sagt den nirgendwo voraus in der Bibel. Also in Johannes 2 steht nichts von ihm. In 2. Thessalonicher 2 haben wir gesehen, steht auch nichts von ihm. Da steht von der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem. Und in Offenbarung 11 sehen wir nachher nochmal, steht auch nichts davon. Das ist noch die dritte Stelle, schauen wir uns nachher noch an. Den gibt es also nicht. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, auf einen jüdischen Tempel, sondern wir sehen auf das Unsichtbare, auf den dritten Tempel der Gemeinde Jesu. Denn was sichtbar ist, der jüdische Tempel, das ist zeitlich, das ist 70 nach Christus beendet worden. Aber was unsichtbar ist, die Gemeinde Jesu, das ist ewig. Da muss man mal drüber nachdenken. Ja? Wisst ihr nicht? Offensichtlich nicht. Ja? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wir sind der dritte Tempel. Die Juden sind leider zu spät. Die wollen etwas bauen, was längst schon da ist. Wenn sie, stellt euch vor, einer aus dem Tempelinstitut würde zum Glauben an Jesus kommen. Der würde sich bekehren zu Jesus Christus, ja? Kommt zum Glauben. Würde der noch einen dritten Tempel bauen wollen? Nee, oder? Warum? Ja, weil der dann wüsste, das ist alles schon in Christus da. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Sobald man in Jesus Christus ist, weiß man, dass das eine Chimäre ist. Was ist aber denn mit den evangelikalen Predigern, die so breitschultrig behaupten, der muss noch gebaut werden, die Zeit, wo der dritte Tempel nicht steht, die wird beendet? Ich weiß nicht, wo die das her haben. Paulus schreibt also von einem Tempel Gottes. Ja, haben wir gelesen hier. 1. Korinther 3, Vers 16. Wann schreibt der Paulus das? Er schreibt es im 1. Korintherbrief. Ja, und der 1. Korintherbrief, der ist 56 nach Christus geschrieben worden. Datum der Niederschrift, 56 nach Christus. Ja, 1. Brief an die Korinther. Stand der Tempel dann noch? Ja. Der wurde erst 70 nach... Bitte? Das Gebäude stand noch, ja. 70 nach Christus wurde abgeräumt von Titus,
beim Daimler ausgebildet, haben wir heute Mittag festgestellt. Ja? Ja? Tabula rasa, komplette Tempel abgeräumt. Das heißt, Paulus schreibt von diesem Tempel Gottes, von diesem Tempel Gottes im Geist an die Korinther im Jahr 56 nach Christus, wo der Tempel aus Holz und Stein noch stand in Jerusalem. Und da haben die Juden gesagt, merkt ihr, was der Paulus für ein Wirrkopf ist? Der faselt irgendetwas von irgendeinem spirituellen Tempel in Korinth, wo die Welt noch nie was von gehört hat und vor allem von dem nichts im Tanach steht. Ja? 14 Jahre später wussten sie dann mehr. Ja? Vielleicht. Vielleicht haben sie es auch da immer noch abgelehnt. Wir wissen, dass das, was Paulus schreibt, eine herrliche geistliche Wahrheit war. Und entschuldigt, was wäre, wenn heutige moderne evangelikale Pastoren, die diesen dritten Tempel so postulieren, wenn die das 56 nach Christus gelesen hätten, hätten die dann auch zum Paulus gesagt, du bist ein Wirrkopf? Wie kannst du so spirituelle Dinge sagen? Das, der Gedanke lässt mich nicht los. Ja? Diesen dritten Tempel so zu behaupten, ist für mich Schriftgelehrtheit, aber mehr nicht. Ja? Also Paulus schreibt das, bevor der Tempel zerstört wurde, der stand da noch. Es ist aber dennoch ein Tempel verheißen für die Endzeit. Und zwar in 2. Thessalonicher 2 und in Offenbarung 11. Drei Stellen hatten wir, Johannes 2 haben wir schon geguckt, 2. Thessalonicher 2 haben wir auch schon gelesen, er setzt sich in den Tempel Gottes. Und dann gibt es noch eine Stelle im Neuen Testament, Offenbarung 11, wo von den leidigen zwei Zeugen die Rede ist. Die zwei Zeugen würden wir überhaupt nicht vermissen, wenn die nicht dummerweise in Offenbarung 11 erwähnt würden. Ja? Paulus schreibt da ja nichts von, oder? Petrus? Jakobus? Nö, schreibt niemand was. Zwei Zeugen für die Endzeit? Schreibt nur Johannes in Offenbarung 11. Und wenn der es nicht erwähnt hätte, habt ihr schon mal eine Predigt über die zwei Zeugen gehört? Also außer von mir, ja? Ja, die klassischen Leute beschäftigen sich da auch schon mal. Aber ansonsten im Gemeindeleben, schreibt niemand was von. Ja? Nur hier in Offenbarung 11 werden die erwähnt. Und in Vers 1 steht gleich, und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich. Und er sprach, steh auf und miss den Tempel Gottes. Aha, dasselbe wie hier. Und den Altar und die darin anbeten. Das heißt, die biblische Perspektive, die sieht so aus, dass hier noch die Wiedergeburt Jerusalems drankommt. Und dann ist das der dritte Tempel. Er beginnt bei Jesus, zu Pfingsten die Geburtsstunde der Gemeinde oder Kirche, dann geht die Gemeinde in die ganze Welt und am Ende wird Jerusalem wiedergeboren. Ölbaum, Leuchter, Ölbaum. Ja? Und dann ist der dritte Tempel abgeschlossen. Dann kommt Jesus bald wieder, ist die Gemeinde Jesu vollständig. Er setzt sich in den Tempel Gottes, meint also, dass der Antichrist sich in die wiedergeborene Stadt Jerusalem hineinsetzt und dort der Fuchs im Hühnerstall ist, dort einen Gräuel der Verwüstung anrichtet. Das hat Paulus sehr, sehr wahrscheinlich, um es vorsichtig zu sagen, das hat Paulus gemeint. Ja? Und daraus kann man rückschließen und sagen, dann wusste Paulus von dieser zukünftigen Wiedergeburt Jerusalems. Ja, woher denn? Aus Jesaja 7, Vers 14, aus Jesaja 66. Der Mann war entrückt bis in den siebten Himmel und hat Dinge gehört, die einem Menschen nicht gebühren auszusprechen. Ja? Jesus hat den sehr besonders ausgestattet, den Mann, mit einer tiefen Erkenntnis und mit einer, einer Missionsgabe als Evangelist, als Völkerapostel. Und hat aus diesem Harzknauben, sagt man im Schwäbischen, der Paulus war ein Harzknauben, ja, hat er einen Menschenfreund gemacht, der von der Heilandliebe Gottes schreibt. Wisst ihr, was ein Harzknaube ist? Nee. Aber es ist so, wie es sich anhört. Ja? Ja? Im Westerwald heißt es Krippe besser. Also Pferde, die so aus Bosheit immer in die Krippe gebissen haben, ja, so die Zähne geknirscht haben. So war der Paulus vorher. Ja? Schreibt er ja auch. Und dann hat die Menschenliebe Gottes sie hat uns gefunden, ja. Also den Mann komplett umgedreht. Ja? Und davon wusste Paulus, von dieser zukünftigen Wiedergeburt Jerusalems, sonst würde er 2. Thessalonicher 2, Vers 4 nicht so formulieren. Wenn er sonst immer von der Gemeinde Jesu schreibt, meint er das hier auch. Versteht ihr das? Ja?
Das ist, also ich finde das spannend, dass man das so lesen und so verstehen kann. Und dann fällt diese Erwartung, dass die Juden den dritten Tempel bauen müssen, die fällt einfach hinten runter. Ja? Und nochmal, ich kann nicht sagen, dass die Juden nicht einen Tempel bauen würden. Menschen tun viele Dinge. In Brasilien steht auch einer. Ja? Und vielleicht kommt ein Erdbeben und dann bauen die Juden den dritten Tempel. Ja? Oder sie bauen vielleicht auch keinen. Ich weiß das nicht, weil die Bibel das nicht sagt. Was ich weiß ist, dass weder Paulus noch Matthäus noch Johannes für die Endzeit einen dritten Tempel der Juden vorhergesagt haben. Das weiß ich. Ja? Das kann man sagen. Und ob unabhängig davon die Juden irgendwann einen Tempel dort erstellen, kann sein, kann nicht sein. Aber in der Bibel ist er nicht vorhergesagt. Warum? Wir sind der dritte Tempel. Was vorhergesagt wird, ist, dass Jerusalem wiedergeboren wird und dann ein Tempel Gottes ist, in den sich der Antichrist hineinsetzt. Es schließen sich immer mehr Kreise, ja? Wenn man so ein bisschen so das verfolgt, es ist immer die gleiche Geschichte und man findet es überall wieder. Und für mich ist das Plausibilisierung. Wenn wir früher Gutachten geschrieben haben und haben eine Aussage gemacht über eine Miethöhe von einer Immobilie, Frankfurt, Bürogebäude, 80 Euro Miete pro Quadratmeter, dann haben wir gesagt, wir haben Vergleichsobjekte, 5 Stück in direkter Nähe, vergleichbare Straße. Wir haben weitere 5 Vergleichsobjekte, 2 Kilometer weiter weg, Lage etwas schlechter, Verkehrsanbindung besser, plausibilisieren, anpassen der Miete. Wie kann ich diese 60 Euro von 2 Kilometern auf die 80 Euro umrechnen? Quoteln, ja? Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Abstimmen, macht es hieb- und stichfest. Da will jemand für 80 Millionen Euro ein Hochhaus bauen in Frankfurt, der braucht die Zahlen von der Deutschen Bank und dann müssen die stimmig sein. Warum? Weil ihr dafür haftet. Ja? Wenn man für das hier haften würde, dann wäre man vorsichtiger. Das habe ich gelernt. In Gutachten reinzuschreiben, was ich genau weiß, und reinzuschreiben, das ist eine Vermutung. Das wurde aus vergangenen Unterlagen abgeleitet und in die Zukunft interpoliert. Das ist mit einer Unschärfe behaftet, die mit fortlaufender Zeit zunimmt, und zwar mit der und der Möglichkeit. Wir haben eine stochastische Verteilung, wir haben nach Monaco-System gerechnet, ja? wir haben ein Discounted Cashflow gemacht, wir haben diese 78,50 Euro abgeglichen mit Vergleichsobjekten. Das muss man plausibilisieren, damit das hieb- und stichfest ist. Das lesen Anwälte und die machen euch tot, wenn da nur ein Fehler drin ist. Ja? Hier, falsch gerechnet, Haftung. Wir haben hierauf finanziert und die Finanzierung ist ja 20 Millionen niedriger, weil die Mieten nämlich 3 Euro niedriger sind. Und du hast es geschrieben und wir kriegen 25 Millionen Euro, bitte. Schnell überweisen, wir haben keine Zeit. Ja? Da wird gehaftet, da geht es um Geld. Und dann muss ich reinschreiben, das, was ich hier sage, habe ich frei gegriffen, aus sachverständigem Ermessen. Es gibt keine Datenbasis dafür. Ja? Und dann sichere ich mich damit ab und schreibe hinten in den Disclaimer rein, was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe. Was noch nachgereicht wurde. Versteht ihr das? Das ist Plausibilisierung und das passiert mit der Wiedergeburt Jerusalems, haben wir jetzt gemacht, an allen Ecken und Enden. 2. Thessalonicher, Offenbarung 11, Altes Testament, Jesaja 7, überall andocken, festzurren, ja? Dass die Ladung nicht verrutscht, wenn man damit fährt. Da rumpelt es ja, ich kriege ja auch Widerspruch. Ja? Ich kann das ja nicht einfach nur so behaupten, ich muss das ja zeigen. Und das haben wir jetzt eigentlich heute gemacht und hier schließt sich immer wieder der Kreis. So dass ich irgendwann sage, jetzt, vielleicht glaubt man es. Ja? Fällt dir noch was zu dem dritten Tempel ein? Ja? Wenn wir der dritte Tempel sind, ja? Dann haben wir das ja nicht gemacht. Wir schön. Wiederkommt. Schön. Super. Schön. Alleine schon von dieser Stimmung. Ja. Ja. Morgen, ganz wichtiger Gedanke, ja? Gott ist doch unabhängig von uns. Ja? Braucht man eine rote Kuh, die man mit Gentherapie zusammengeschustert hat in Texas? Braucht Gott sowas? Ja, genau. Wenn sie schmeckt schon, ja, dann bin ich auch dafür. Ja? Das ist ja, da ist der Mensch ja im Mittelpunkt. Ja? Und das sehen wir morgen als Predigtext auch. Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Jerusalem wird nicht durch ein Heer zur Wiedergeburt kommen. Oder durch äußere Einwirkung. Jerusalem kommt zur Wiedergeburt durch Gottes Geist. Nicht durch menschliche Angriffe, nicht durch menschliche Bemühungen, weder durch Bemühungen der Bewohner in Jerusalem, noch durch Drohungen der Heere, die vor Jerusalem stehen. Nicht durch Menschen, sondern durch meinen Geist, das, was du sagst. Ja? Also das ist das, was die Bibel, Gott macht das. Ja? Okay.
Ja? Ganz kurz, was mir geht schon heute und morgen und so. Im biblischen Zeitraum gegen Ende, ja, ist natürlich Frage der Entrückung. Also ich glaube, dass die Entrückung spät ist. Und deswegen ist die Gnadenzeit auch noch lange. Ja? Schön, schön, ja. Schöner Gedanke. Amen, Amen. So ist es. Ja. Deswegen wartet Gott auch noch. Das müssen wir abgeben an den Herrn. Ja. Und viele erachten es als einen Verzug, ja, dass der Herr nicht kommt. Aber er will nicht, dass noch jemand verloren geht, sondern hat Geduld und wartet. Er weiß genau den Zeitpunkt. Das können wir, die Last müssen wir abgeben, das müssen wir nicht tragen. Ja, ist nicht unser Ding. Ja. Gut, also wir haben da jetzt eine ganz andere, eine biblische Perspektive plötzlich. Und dann kommt irgendwann natürlich auch der vierte Tempel. Und dann ist diese ganze Tempelsache abgeschlossen. Nach 7000 Jahren ist das dann abgeschlossen und beendet. Ja? Er setzt sich in den Tempel Gottes, haben wir schon gesehen. Ja, und jetzt haben wir noch Offenbarung 11. Steh auf und misst den Tempel Gottes. Das möchte ich euch noch kurz zeigen. Könnte es sein, dass das ganze Land Israel aufgebaut ist wie der Tempel und dass wir das bisher nicht richtig berücksichtigt haben? Das heißt, Israel heißt doch das heilige Land. Sacharja schreibt das im Alten Testament. Könnte es sein, dass das Land Israel aufgebaut ist wie der Tempel? Das ist jetzt eine alte Karte. Ja? Könnte es sein, dass das der Vorhof ist, Ephraim, dass das das Heiligtum ist mit Jerusalem und dass das Allerheiligste? Ups, dann hätten wir ja das hier, die Stiftshütte hätten wir dann ja hier im ganzen Land Israel. Dann ist das Land Israel wirklich ein heiliges Land. Ja? Und hier in Jerusalem steht auch der Opferaltar, der Brandopferaltar. Da ist Jesus geopfert worden, gekreuzigt worden. Jesus sagt nämlich mal was ganz Seltsames in Lukas 12, Lukas 3, ich glaube Lukas 13. Da sagen sie ihm, dass der Herodes ihm nach dem Leben trachtet. Und dann antwortet Jesus und sagt, sag diesem Fuchs, ich muss wirken heute, morgen und am dritten Tag, denn es kann nicht zugehen, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Warum? Weil in Jerusalem der Opferaltar steht, der Berg Zion. Ja? Das ist heiliges Land. Und wenn Israel auseinanderbricht in zwei Hälften, in Ephraim und in Juda, dann entsteht der Vorhof. Misst den Tempel und den Altar und die darin anbeten, aber den Vorhof lass weg, denn er ist den Heiden gegeben und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Ephraim und Syrien im syro-ephraimitischen Krieg. Ja, das steht in Offenbarung 11. Und dann versteht man auch, warum dem Johannes gesagt worden ist, steh auf und misst den Tempel Gottes, weil das eine Zeit sein wird, wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann werden die hier nach Jerusalem kommen, alle in Jerusalem, die dort an Jesus glauben, töten und dann wird der Antichrist eingesetzt als Hamaschiach David, der Messias, der Sohn Davids und wird dann 42 Monate herrschen, bis die 70. Jahrwoche zu Ende ist und dann kommt Jesus wieder. Dann haben wir alle drei Stellen im Neuen Testament abgehandelt. Spannend, oder? Da entsteht ein ganz neues Bild irgendwo. Deswegen die Einschubtheorie, der folge ich auch. Aber an den Rändern, glaube ich, müssen wir ein bisschen nachschärfen. Ja? Dann wird es besser verständlich für uns. Und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und er sprach, steh auf, miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Nicht die so tun, als ob sie anbeten, sondern die wirklich anbeten. Wann schreibt Johannes das? 90 nach Christus. Wenn er schreibt, von welchen die anbeten, dann können die nur Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das sind Christen, die er ermessen soll. Warum? Weil Jerusalem wiedergeboren ist. Ist immer dieselbe, ja? Plötzlich kriegt das alles, das passt, das kriegt alles Sinn. Ihr kennt jetzt den Tempel Gottes. Ihr wisst, dass ihr der Tempel Gottes seid. Und ihr wisst, dass der Tempel Gottes seinen Abschluss in Jerusalem findet. Ja, dann muss er nicht gebaut werden. Nein, die Mauern Jerusalem sind schon da. Wie entsteht er denn? Durch meinen Geist. Wann denn? Wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Dann würde das aber heißen, wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann wäre der Tempel ja komplett Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, Altar und Priesterschaft. Ja, dann wäre der Tempel ja betriebsbereit. Da könnte das tausendjährige Reich anfangen eigentlich.
Hoho. Und dann kommt der Antichrist und macht das alles kaputt. Ja? Und dann wird 42 Monate Jerusalem zur Hure Babylon, zu Sodom und Ägypten. Offenbarung 11, etwas später. Ja? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Niemand weiß, womit die 70. Jahrwoche beginnt. Niemand kann das irgendwie einordnen. Manche Prediger aus der Schweiz sagen, die Entrückung kommt einfach so, irgendwie, plötzlich. Ja? Und dann liegt zwischen dem Tag der Entrückung und dem Beginn der 70. Jahrwoche eine unbestimmte Zeit. Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Niemand weiß das. Ja? Weil er sagt, der Antichrist schließt einen Bund mit Israel für 7 Jahre. Dann muss der ja am Anfang der 70. Jahrwoche geschlossen sein. Und den Antichrist kriegen wir ja nicht mehr mit. Also muss die Entrückung vorher sein. Und dann muss aber zwischen der Entrückung, wie viel vorher weiß er nicht. Ja? Und deswegen bleibt es für ihn unbestimmt. Ich kann das nicht sagen. Ich würde mir erlauben zu behaupten, dass die 70. Jahrwoche taggenau mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems beginnt. Warum? Ich will jetzt auch nicht zu weit vorgreifen. Ja? Die dort wiedergeboren werden, sind das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Ja? Die werden 1260 Tage weissagen. Auf den Tag genau nach 1260 Tagen kommt der Antichrist und setzt sich in diesen Tempel Gottes. Und dann nochmal 42 Monate, dann haben wir 7 Jahre voll. Ja? Ich glaube, dass die 70. Jahrwoche mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems beginnt, weil es taggenau ist und diese erste Hälfte exakt 1260 Tage ist, während die zweite Hälfte immer ungefähr beschrieben wird. 3,5 Zeiten, 42 Monate, 1290 Tage, 1333, ihr kennt die Zahlen, ja? Ungefähr, weil es hinten ausfranselt, weil am Ende so viel passiert. Ja? Je nachdem, worauf es sich bezieht, sind es unterschiedliche Fristen. Aber die erste Hälfte ist exakt 1260 Tage. Kann man in Offenbarung 12 sehen. Haben wir jetzt auch nicht die Zeit für. Aber das wäre der Zeitpunkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass die 70. Jahrwoche mit dem Zeitpunkt taggenau beginnt. Wenn an dem Tag aber Jerusalem wiedergeboren wird, dann gehören ja die Wiedergeborenen zur Gemeinde Jesu. Dann kann bis dahin noch keine Entrückung sein. Haben wir schon mal kurz gesprochen drüber. Ja? Also Noah wusste 7 Tage vorher, wann die Flut kommt. Ich glaube, wir wissen 7 Jahre vorher, wann Jesus kommt. Wie das sein wird, weiß ich nicht genau. Aber Gott tut nichts, er offenbart es uns denn. Ja? Der verheimlicht das nicht. Da wird viel spekuliert drüber, da muss man sehr vorsichtig sein, sehr nüchtern. Ne? Und die Linie, die wir jetzt angeschaut haben, die muss man wirklich auch ein bisschen betoniert haben, weil da baut viel drauf auf. Und wenn das gut sitzt, dann kann man da auch mal ein bisschen in eine andere oder in die eine oder andere Richtung denken. Aber ich glaube, dass man das schon näherungsweise bestimmen kann. Wann der Tag der Wiedergeburt ist, weiß ja niemand. Also wie du sagst, wir wissen den Tag nicht. Dann wissen wir auch nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wo diese Periode anfängt. Ja? Das kann keiner sagen. Aber wenn es einrastet, wenn es klack macht, dann dürfen wir rechnen. Weil dann sind es 1260 Tage bis und 1335 bis und dann müsste man sich mehr Zeit nehmen. Ja? Okay, also wenn Israel auseinanderbricht, dann entsteht der Vorhof. Und damit kommen wir dann auch zum Ende. Folie 103 von 104, das sieht gut aus, ne? Ja? Und das finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang. Wir sehen nicht auf das Sichtbare. Wir warten nicht auf einen sichtbaren jüdischen Tempel. Wir haben Augen, das Unsichtbare zu sehen. Den ewigen Tempel, den Jesus uns geschenkt hat, in der Bruderschaft, in der Geschwisterschaft zueinander, in dem Miteinander im Glauben. Ja? Das ist der dritte Tempel. Da fühlen wir uns wohl, da sind wir zu Hause. Das ist nicht immer konkurrent mit der Ortsgemeinde, in der ihr seid. Das kann so sein, das wünsche ich euch auch allen, dass das so ist. Ja? Manchmal differiert das ein bisschen, das kann passieren. Ja? Und manchmal hat vielleicht der ein oder andere keine Gemeinde. Ja? Das mag sein, ja? Aber es kommt nicht so sehr auf die Gemeinde an. Jesus rettet. Ja? Mit dem Herrn gehen wir unseren Weg. Ja? Stück für, day by day, sagen die Amerikaner, Stück für Stück. Für uns ist alles gut geworden. Ja? Wir haben einen Hohenpriester, wir haben einen Tempel, wir haben ein Opfer, wir haben Reinigung. Wir sind teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Der Herr Jesus bringt uns heim, das macht er. Ja?
Ich habe heute auch gesagt, ich habe öfter schon gebetet und gesagt, Herr Jesus, ich habe die Sache jetzt hier nicht angefangen. Das hast du ja gemacht. Dann musst du das auch zu Ende bringen. Ja? Und es steht auch, glaube ich, im Timotheusbrief, sagt der Paulus im Timotheus ja auch, das gute Werk, das der Herr in dir angefangen hat, das möge er auch zu Ende bringen. Ja? Wir werden nicht gerettet, weil wir uns gut verhalten. Wir werden nur aus einem Grund gerettet, weil Gott uns lieb hat. Ja? Warum uns Gott lieb hat, das liegt in seiner Person. Ja? Und Heilsgewissheit haben wir, weil wir wissen, dass Jesus auf Golgatha für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Und zur ganzen Welt, da gehört ihr und ich auch zu. Ja? Dann ist es mit der Sünde irgendwo in Ordnung. Und das soll uns genügen. Heilsgewissheit haben wir in Christus, in ihm, wenn wir auf ihn schauen. Da ist gewiss, da ist kein Wechsel von Licht und Schatten. Wenn ihr in euch schaut, werdet ihr nichts finden. Manchmal geht es uns super. Da können wir vor Kraft kaum laufen. Und manchmal sind wir ganz verzagte Leute. Da geht es mal hoch, geht es mal runter. Ja? Das ist auch normal. Wir sind so, wir sind aus Fleisch. Ja? Aber Gott hat etwas Neues in uns angefangen. Das bringt er auch zu Ende.